Die Zentrale für Schutz und Rettung Zürich ist zuständig für die Disposition von sämtlichen Rettungsmitteln in den Kantonen Schaffhausen, Zürich, Schweiz und Zug. Das Ziel ist, dass in diesen vier Kantonen jeder Punkt in nützlicher Frist erreicht werden kann, damit der Patient oder Patientin auch schnellstmöglichst Hilfe bekommt. Dafür haben wir eine sogenannte Gebietsabdeckungskarte. Die Abdeckungskarte visualisiert alle freien Rettungsmittel und zeigt somit auf, welches Gebiet sie in nützlicher Frist erreichen können. Wenn jetzt irgendein Gebiet schlechter abdeckt ist, dann wird das auf der Karte rot dargestellt. Und dann kann der Schichtleiter in Absprache mit dem Disponent ein freies Rettungsmittel in das unterversorgte Gebiet verschieben. Wir sehen hier unten einen relativ grossen roten Teil, also einen nicht abgedeckten Teil. Das ist irrelevant, weil das ist ein Berggebiet, das keine befahrbare Strasse hat. Das System rechnet das raus.